Wir stellen fest, dass das Handwerk hier vor Ort ist, dass das Handwerk hier vor Ort Steuern zahlt, dass das Handwerk hier vor Ort Arbeitsplätze schafft, dass das Handwerk hier vor Ort Ausbildungsplätze schafft, und zwar deutlich mehr als die Industrie, deutlich mehr als Großunternehmen. Und insofern sind wir in der Tat für die Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen, also insbesondere auch des Handwerkes. Und insofern unterstützen wir, und da sind wir uns alle einig, Ihre Forderungen, was die Vergaberichtlinien angeht, völlig. Ich möchte aber an einer Stelle mal, weil ich ja nur kurz Zeit habe, deutlich machen, dass wir mit einer anderen Begründung beim Punkt PPP zu der exakt selben Schlussfolgerung kommen wie Sie, nämlich PPP in der Form abzulehnen, wie es jetzt gehandhabt wird. Als ich das erste Mal über PPP gehört habe, da fiel mir sofort die Geschichte ein, Cross-Border-Leasing. Also die Stadt sozusagen verkauft etwas an amerikanische, am besten noch Investoren, und mietet dann irgendwas zurück, um dann in Amerika Geld zu sparen, Steuern zu sparen. Und ungefähr so soll dieses PPP offensichtlich auch funktionieren, indem nämlich sowohl der Unternehmer, der Private dort verdienen soll, als auch die Stadt soll angeblich daran verdienen, weil sie ja einen Kostendeckel hat. Ich sage mal, als ganz normaler, gelernter Industriekaufmann, das kann nicht funktionieren. Irgendwer wird dabei auf der Strecke bleiben. Das werden wir sehen. Deshalb sagen wir, wir sind dagegen. Das Zweite, was wir festgestellt haben, ist, und da haben Sie recht, PPP läuft im Wesentlichen darauf hinaus, dass Großunternehmen Generalunternehmer werden. Bertelsmann zum Beispiel, sehr gut dabei. Wir haben sehr viele Facility Manager, angefangen von Visak, sehr groß im Geschäft damit. Da haben die kleinen Handwerker überhaupt nichts von. Im Zweifelsfall kommen Kolonnen aus irgendwie Osteuropa hier und sollen für Billiglöhne was machen. Wir sagen, jawohl, Handwerksförderung, allerdings mit einer Bemerkung, nämlich Tariflöhne und anständige Gehälter zahlen. Und dann ist das auch alles in Ordnung. Und nicht mit Leiharbeit arbeiten, sondern mit voll sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Danke. Also, auch ich könnte es leicht machen, indem ich sage, jawohl, wir sind für Ihre beiden Forderungen. Aber ich will auch ein bisschen die Unterschiede deutlich machen zu den anderen Parteien, um das mal hier auch klar zu bringen. Weil wir haben, um das mal deutlich zu sagen, vor 2 Jahren ein Programm auf den Tisch gelegt, was 50.000 Arbeitsplätze schaffen würde. Da ist unter anderem vorgesehen, dass wir investieren wollen. Investieren wollen in Haussanierung, insbesondere in die energetische Haussanierung, in die Wärmedämmung etc. Das würde Arbeitsplätze im Handwerk ohne Ende schaffen, um das mal ganz deutlich zu sagen. Das ist der erste große Unterschied zu dem, was ich sonst immer höre. Der zweite Punkt ist, der wird Sie vielleicht überraschen. Wir sind gegen 1-Euro-Jobs. Das haben Sie schon mal gehört, aber Sie haben vielleicht noch nicht darüber nachgedacht, was das mit Ihnen zu tun hat. 1-Euro-Jobber nehmen an vielen Stellen Ihnen die Arbeit weg, in Wahrheit. Und dann sind wir nämlich nicht gerade beim Bau, da sind wir unter anderem bei der Landschaftspflege, bei den Landschaftsgärtnern, die in der Tat durch 1-Euro-Jobs tatsächlich massiv unter Wettbewerbsdruck gesetzt werden. Das müssen wir einfach mal wissen. So, und um auch einen Punkt dagegen zu setzen, wenn hier immer im Saale geredet wird und in der Politik geredet wird, der Staat hat kein Geld, da sage ich, der Staat hat in Wahrheit Geld, er hat sich nur arm gemacht. Ich habe mal, als ich in den 90er Jahren in der Finanzdeputation war, nachgefragt, warum wir nicht mehr Steuerprüfer einstellen. Da hat mir die damalige Finanzsenatorin von der SPD im Übrigen gesagt, das lohnt sich nicht, weil das meiste Geld davon ginge in den Länderfinanzausgleich. Deshalb hat sie nicht mehr Steuerprüfer eingestellt. Ich sage, der Staat darf das Geld nicht auf der Straße liegen lassen. Er muss es einsammeln, das, was ihm zusteht. Und er muss es richtig anwenden, unter anderem, indem er in Arbeitsplätze investiert. Und das bildet dann auch Arbeitsplätze bei Ihnen. Schönen Dank. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben ja vielleicht an meinem Namen mitgekriegt, dass ich nicht so ganz deutsch bin, sondern ich bin geborener Engländer. Und deshalb
finde ich es immer wieder bemerkenswert, wenn man in Deutschland ist und sich das, die Wirtschaftsförderung anguckt, dann gucke ich mir immer an und stelle fest mit Verwunderung, Deutschland denkt immer groß. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Als es mit der Windkraft so richtig losging, da hat Deutschland Grovian gefördert, eine Riesenpleite. Während die Dänen losgegangen sind, haben mit kleinen Maschinen haben sie den Weltmarkt erobert. Sie können sich alle daran erinnern. Das zweite Beispiel, die Glanzperlen unserer deutschen Industrie, Telekom, Siemens, Daimler, haben zusammen ein Mautsystem entwickelt. Und da brauche ich gar nicht mehr viel sagen. Sie kennen die Verzögerungen und die Milliardenkosten. Die Österreicher sind hingegangen, haben eine kleine Pappkiste gebaut, die denselben Zweck erfüllte, nämlich Geld einzutreiben. Was ich damit deutlich machen will, ist, in Deutschland wird immer groß gedacht und es wird an Großindustrie gedacht. Ich weiß nicht, ob das nur was mit Parteispenden an die großen Parteien zu tun hat oder ob das auch noch andere Gründe hat. Es hat jedenfalls offensichtlich seine Gründe und die halten wir in der Tat, diese Politik halten wir verkehrt. Auch in Hamburg wird auf Leuchttürme gesetzt. Und da ist dann ein Leuchtturm, unter anderem Airbus. Ja, ist auch wichtig, Airbus. Aber dass die auch nicht so richtig können, haben wir ja mit den 380 gesehen, etc., die ganzen Verzögerungen und den Mehrkosten. Was ich deutlich machen will, ist, nein, wir wollen eine Wirtschaftsförderung, die am Kleinbetrieb ansetzt, die an kleinen und mittleren Unternehmen, das ist auch das Handwerk, ja. Dafür sind wir, ein paar Vorschläge haben wir gemacht, können Sie unter anderem nachlesen in unserem 50.000 Jobs-Programm. Mehr brauche ich dazu heute nicht zu sagen. Danke. Also Masterplan Handwerk, ja oder nein? Ja, na klar. Und zwar mit Ihnen zusammen werden wir den entwickeln dann.